The Democratic People's Republic of Korea. Die Volks. As most of you know it, North Korea. Republik Korea, Demokratische Volksrepublik Korea oder wie ihr es kennt als Nordkorea, wird bereits seit 4 Jahren am Kongress vorgestellt. Es hat alles angefangen am 31C3 mit Will Scott, einer unserer Sprecher hier, der einen Vortrag gehalten hat, wie Informatik in Nordkorea gelehrt wird. Florian Grunow und Niklas Schuss. Who talked about the Red Star OS and auf dem 32C3 wurde Red Star OS vorgestellt und letztes Jahr das Tablet Wulim. Dieses Jahr hören wir mehr zu Verbrauchsunterhaltungselektronik in Nordkorea und wie die aktuelle Marktsituation in Nordkorea ist. Unsere Sprecher heute sind Will Scott as well as his friend Gabe Edwards, und Gabe Edwards. Beide sind Security Consultants und sie zeigen uns, sie ziehen den Vorhang aus und zeigen uns einen Einblick hinter den Vorhang. Ich bitte um großen Applaus und danke euch. Thank you. Danke. So, wunderbar. Just to put this in perspective, okay, um es kurz in die richtige Perspektive zu setzen, ein kleiner Disclaimer. Die Worte, die wir benutzen, speziell bei diesem Thema, haben viel Bedeutung. Es gibt da einen Grund, warum wir das DPRK nennen oder Korea. Nordkorea ist nicht der Name, wie sich das Land selbst nennt, sondern es ist eher wie die Kontrahenten, also der Westen größtenteils es nennt. Deswegen gibt es da diese Seltsamkeiten mit der Sprache. Wir werden über Endkundenelektronik reden und was da eigentlich so abgeht. Und wir sind ziemlich begeistert davon. Kurz ein bisschen Kontext am Anfang. Das hier ist der Wissenschafts- und Technologiekomplex auf einer Insel in einem Fluss in Pyongyang. Es war ein gigantisches Projekt, das über ein Jahr davor anging, bevor sie das eröffnet haben. Da sieht man, wie das Bild aussieht als kleines Modell im Gebäude selbst. Das hier ist der Rest der Lobby des Gebäudes. Das sieht ziemlich modern aus. Man sieht also diesen klaren, pastellfarbenen Stil, den man heutzutage auch in anderen Gebäuden sieht. Also wenn man zum Beispiel in einen Wasserpark geht oder in ein Restaurant, das man bei denen dort sieht, da sieht man dasselbe Design-Styling. Dieses Gebäude ist ein Teil, ein Museum für Wissenschaft. Man kann da ein bisschen was ausprobieren, also für Kinder zum Beispiel. Man kann zum Beispiel da eine Gruppe von Kindern sehen, die da durchkommen. Und da gibt es aber auch Vorlesungssäle und eine Bibliothek. Und wenn man sich zum Beispiel so eine Bibliothek anschaut, sieht man eine Menge Computer, weil das ist eine technisch versierte Unternehmen. Also es gibt da Technologie. Und das, was wirklich faszinierend ist darüber, oder was auch was aufzeigt für dieses Land ist, wenn man auf diese Computer sieht, wenn man sich diese Computer anschaut, dann sieht man etwas, das sieht nicht sehr familiär aus. Wenn man sich anschaut, das ist nicht Red Star, das sieht auch nicht aus wie diese Tablets, die wir gesehen haben. Das hier ist ein Desktop-Rechner. Und das ist nicht Windows oder Mac. Das ist also nochmal etwas anderes. Und tatsächlich, wenn man damit rumspielt, findet man raus, dass es Android ist, das da reingepackt wurde in dieses Gehäuse mit Tastatur und Maus. Aber es ist nochmal ein Android, auch wenn es modifiziert ist. Also ich habe da sozusagen etwas Bestimmtes, Spezielles entwickelt, was in diesem Rahmen funktioniert. Und das ist extra entwickelt. Und für manche Sachen, die wir da gesehen haben, gibt es scheinbar sicher noch mehr, die wir noch nicht gesehen haben. Also was wir wissen, einen kleinen Überblick, damit ihr auf unserem Level seid. Wir haben Red Star gesehen, das ist Version 3. Die kam vor 3 Jahren raus.
Zumindest wissen wir seitdem davon. Das ist so ein bisschen Mac-ähnlich. Es gibt noch andere Sachen auch im Internet, die man sehen kann darüber. Und wir hatten schon mal einen besseren Überblick darüber, wie die Hardware oder die Technologie für Desktop-Rechner aussieht. Es gab auch eine Veröffentlichung für die Server-Software des Landes. Vor 2 Jahren hat Florian und seine Klasse haben eine Analyse gemacht von manchen Sachen, auch von Blogposts von anderen Leuten, die sie online reingepackt haben, also halt Sicherheitsfehlermeldungen und sowas. Oder halt rumspielen mit der Firewall und so, also wirklich viel darüber gelernt, in welchem Environment, in welcher Umgebung diese Software agiert. Wir haben ein bisschen weniger in der mobilen Seite der Technologie. So sieht zum Beispiel in den Store in Nordkorea aus, mit Tablets und Phones und Computern. Letztes Jahr hatten wir einen Talk von Niklas und Florian über eines der Tablets. Das kann man hier, glaube ich, auch sehen, vielleicht da auf der zweiten Reihe auf dem Bild. Und wir haben ein Gefühl dafür bekommen, wie die Überwachungstechnologie da ist. Also worüber die geredet haben, war, wie Leute es verhindern, dass man, also wie sie das verhindern, dass man die Dokumente kopieren kann und verbreiten kann, diese ganze Wassermarkierungstechnologie. Aber wir haben nicht viel Hardware bekommen, um unsere Zähne wirklich reinzuweisen. Erstmal wirklich was uns anzuschauen. Das ist der nächste Layer, also die nächste Schicht in diesem Ökosystem, das ist ein App Store. Also du gehst sozusagen in einen Laden und da haben sie dann so Schablonen und da kann man dann Spiele drauf sehen. Und dann stecken sie deinen Computer sozusagen an so ein Gerät und dann packen sie dir da die Software auf den Computer. Und wir bekommen all das eigentlich immer nur über Anekdoten oder so, die helfen uns dann, um ein kleines Bild davon zu bekommen. Es gibt da all diese Geräte. Also hier sieht man mal ein paar. Und ich glaube, wir sind ziemlich weiter, also wir sind doch deutlich dahinter zurück, wirklich für die Leute die Möglichkeit zu geben, zu erfahren und verstehen, was diese Technologie eigentlich alles kann. Um die Situation, in der wir sind, zu erklären, muss man darüber reden, warum wir überhaupt da sind. Und so die generelle Idee, wie diese Geräte eigentlich dahin kommen, wo sie hinkommen. That they disagree with. So realize that these are broad strokes and not really indicative of everyone, but this gives achtet darauf, dass das hier eigentlich nur eine grobe Übersicht ist und nicht so detailliert. Es gibt aber nicht so viel, was wir wissen, deswegen ist das Bild nicht sehr deutlich. Hier gibt es einen Quote von einem Nordkoreaner und das sagt, das ist ein Zitat, in dem es heißt, Koreaner sind sehr schlaue Leute, vor allem in Technologienbereichen. Und das ist etwas, was wir vielleicht nicht so glauben, wenn wir das wollen. Es ist sehr rational, die Koreaner wollen ja nicht, dass es rauskommt. Sie wollen ja versuchen, es scheint ja rational zu sein, dass die Regierung es schwer macht, dass wir das hacken können und gucken können, was die da machen. Das ist etwas, was wir sehen, dass die implementiert haben, dass man zum Beispiel keine Dateien kopieren kann. Für uns Ausländer, die Zugriff auf diese Geräte haben, gibt es 2 Arten. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass wir ein Gerät hatten von einem, der aus Nordkorea abtrünnig geworden ist und uns das Gerät gegeben hat. Where the goal there is to do damage to the country. And so und das ist diese bösartige Beziehung, die es da gibt. Und das ist auch das Ding, warum wir nicht wollen, dass das alles rauskommt, weil wenn die das sehen, dass wir das wissen, dann wird das auch gefixt. Also wenn wir die Fehler finden. Aber wenn wir es finden, was irgendwie interessant ist, dann wollen wir was damit tun können. Also es gibt vielleicht noch eine Menge mehr Geräte, die nicht so rauskommen, aber die von Ausländern besessen werden, die der Firma, sozusagen dem Land positiv gegenüber sind und ihm helfen. Und die sind aber sehr besorgt, sowas rauszugeben, weil sie sind sozusagen wegen den Unbekannten, also die Idee, dass das könnte passieren, wenn das rauskommt und gibt es Möglichkeiten, die ich noch gar nicht sehen kann, was könnte passieren, wenn irgendwie, wer könnte in Gefahr geraten oder so. Also das sind halt verschiedene Aspekte, wieso wir nicht so viel Technologie haben. Wir können auch verstehen,
dass auch wenn die Öffentlichkeit dieses interessante Ding erstellt, auch wenn wir keinen Zugang haben, aber auch für den Spirit von Korea ist es nicht gut, weil Fehler werden nicht ausgebügelt und deren Sicherheit wird auch nicht besser. So, also, das hier ist ein Unterhaltungselektronik-Shop am Flughafen. Sie verkaufen es nicht an Ausländer, aber es gibt den. Worüber wir reden werden für den Rest des Vortrags ist, eine Aktion, die wir ins Netz stellen, wo wir versuchen werden, mehr von dieser Technologie zu veröffentlichen. Ich werde über die Dinge reden, die wir als erstes da veröffentlichen werden. Wir glauben, das macht das Leben besser, sowohl für Nordkorea als auch für alle anderen. Für Korea, weil es besser sicherer wird. Für die Gesellschaft, dass sie verstehen, wieso Open-Source-Software wichtig ist, dass es weniger Bugs hat, was wir auch sehen bereits an den Artefakten, die bereits veröffentlicht worden sind. Für uns ist das eine Möglichkeit, zwei Sachen zu tun. Zum Ersten, mehr zu verstehen von was passiert in dem Land und sind die Entscheidungen der Regierung sinnvoll, und wir versuchen auch zu anderen zu präservieren, die technologische Entwicklung in dem Land, die parallele Entwicklung, die in dem Land entwickelt hat. Also, lass uns nun darüber reden, was veröffentlicht wurde. Das erste ist ein Image, also eine Kopie von einem Handy. Das ist ein Pyongyang 2407. Dieses Gerät wurde ausgewählt dafür, weil der Hersteller Jingli ist, der auch die Hardware, die gleiche Hardware in einem indischen Modell bereitstellt. Wenn du also einen Freund in Indien hast, dann kannst du ein Jingli V5 kaufen, was genau die gleiche Hardware ist, dann kannst du das nordkoreanische Image auf dieses Handy laden und dann hast du also das nordkoreanische Betriebssystem auf deinem Handy und du kannst es dann analysieren und was passiert. Zum Beispiel, ob es herunterfährt, wenn du eine SIM-Karte von einem Fremdland einfügst, etc. Das ist nur ein Beispiel und das ist nur ein Image ist nur ziemlich einfach. Es hat zum Beispiel keinen App Store. Das zweite Ding ist, für Apps gibt es, das hier ist ein Samsung Tablet. Das ist eines der ersten Tablets, das rauskam. 2011, 2010, sowas in der Zeit. Das war so am Anfang der Einführung von Konsumergeräten in Korea. Tatsächlich war es so weit verbreitet, dass eines dieser Geräte in der Stanford Library gibt. Also diese Geräte sind da draußen und das ist eine Frage von Öffentlichkeit und Zeit, wo wir nicht unbedingt, also wo wir nur sagen müssen, hier, das ist Software und diese Geräte sind überall und dann wird es schwerer für die Leute rauszufinden, wer genau jetzt der Kontakt war, von dem die Sachen gekommen sind. Also es gibt da so ein grundlegendes Set an Apps, die es gibt. Da sind ein paar der Icons dieser Apps. Das ist wohl eines, davon hat verschiedene Rezepte. Die Sachen, die ich über die sagen werde, die sind für spezielle Geräte gemacht und das werdet ihr bei all den anderen Softwares auch sehen, die ihr, also es gibt also sozusagen fest verlinkte Paths im Filesystem und diese APKs sind halt so geschaltet, dass die erwarten, dass bestimmte Software an bestimmten Stellen im System ist und das sind Hardlinks, die nicht modifizierbar sind. Wenn man also das einfach auf ein normales Android-Phone draufpackt, dann crasht die App und das funktioniert halt nicht. Also wenn einer mal ein bisschen Lust hat, da mal rumzusuchen für interne Ressourcen oder sowas, um für andere Leute das bisschen die Hürde zu versenken, das wäre sehr cool. Ich finde es sehr interessant, dass diese Geräte alle in diese Software alles in binärer Form gespeichert ist. Das ist seltsam. Und das Letzte ist, wir werden
Menge verschiedener Bildungsdokumente veröffentlichen. Also Bildung ist ja durchaus eines der Hauptgründe für solche Technologie. Also man gibt den Kindern in Beijing natürlich einfach ein Tablet und dann können sie das benutzen für ihr Schulunterrichtsmaterial. Also halt verschiedene PDFs, die benutzbar sind. Wir haben ein bisschen was arbeiten müssen, um was genau wir alles arbeiten mussten. Dafür gebe ich an Gabe weiter, dass er es euch erklären kann. Danke, Will. Also, als ich angefangen habe, involviert zu werden mit der gesamten Situation, ist die Situation folgende. Wir hatten diese ganzen Dateien und es gibt ein paar Sachen, die man sofort erkennen kann. Eins, dass wir PDF-Dateien da haben und manche von diesen PDF-Dateien haben Namen in Englisch oder in Südkoreanisch oder Koreanisch. Und was wir sehen können, ist, dass keine dieser Dateien aber eine PDF sind. Das heißt, es gibt eine eigene DRM, die ziemlich einfach ist, aber es einen relativ guten Job macht für das, was es ist. Zum Beispiel die Bücher, die auf ein Gerät installiert werden, können nicht auf einem anderen Gerät angezeigt werden. Zum Beispiel, wenn man ein PDF von einem Gerät herunterzieht und in ein anderes Land verschickt, dann kann man diese PDF nicht lesen. Wir hatten letztes Jahr ja einen Talk über Red Star oder vorletztes Jahr bezüglich Nordkorea. Dieser Talk ist nicht darüber. Wir haben dann nichts groß gefunden. Also wenn wir uns diese verschlüsselten PDFs angucken, das Erste, was wir bemerken, ist, dass es kein PDF-Header hat. Die ersten 8 Bytes sind immer die gleichen. Die haben eine Referenz auf, was wir glauben, eine Datums-Timestamp ist. In dem Fall zum Beispiel der 1. Dezember 1978. Wenn du irgendeine Ahnung hast, was das heißt, dann lass es uns wissen. Wir wissen es auch nicht. Das nächste, was wir bemerkt haben, ist, als wir uns die Geräte angeguckt haben, ist, dass die Applikation, die Software, die diese verschlüsselten PDFs liest, auch eine gehardcodete Referenz hat auf diese ersten 4 Bytes. Wir haben uns das dann mal angeguckt und haben dieses udk.android.reader gefunden, was wir im Google Play Store dann gefunden haben. Und das ist eine kommerziell erhältliche App für Android einfach. Aber es ist es nicht wirklich, weil es die App, die wir öffentlich haben, die hat eben nicht das DRM eingebaut, was in Nordkorea veröffentlicht ist. Wir haben also die App installiert und wollten das vergleichen. Und was wir dann herausgefunden haben, ist, dass diese Applikation eine gemeinsame Bibliothek aufruft, um das PDF zu lesen. Diese Bibliothek schaut ungefähr so aus. Es schaut ziemlich normal aus. Wenn wir uns aber dann die Bibliothek angeguckt haben, die auf dem nordkoreanischen Gerät war, haben wir gesehen, dass diese Bibliothek verändert wurde. Da gibt es eine kleine Sektion, die sofort herausspringt, die heißt .modified. Und wenn wir gucken, was in dieser Sektion ist, dann sehen wir Funktionen wie die hier. Das ist nicht wirklich lesbar, was auf der Folie steht, weil es natürlich ein kleiner Text ist, aber auch, weil es dekompiliert ist. Wir haben aber den originalen dekompilierten Code auf dem linken und die nordkoreanische Version auf der rechten. Und zwei Sachen möchte ich anmerken. Zum einen, ganz oben haben wir die originale Funktion, die die Funktion liest die Datei. Und diese Funktion wurde ersetzt durch einen Stub. Diese Funktion aufruft, die dann sozusagen diese Shared Library aufruft. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die modifiziert worden sind. Das ist nur ein Beispiel. Der Grund, warum das für uns interessant ist, ist, dass es zeigt, diese Modifikationen sind nicht von jemandem gemacht, der Source Code hat. Das hier ist crazy low level, zumindest nicht crazy low level, aber es ist wirklich auf der binären Ebene. Wenn man sich anschaut, was diese Funktionen machen, also wenn wir das reverse engineeren, dann sieht man, dass diese Library eine Shared Library Version eine
512 Byte XOR ist, die man zur Verschlüsselung benutzt, immer und immer wieder. Also für verschiedene Files wird man sozusagen an verschiedenen Stellen in diesem 512 Bytes anfangen zu lesen. Und das kommt, also im File-Header gibt es, dieser Pro-Device-Key ist sehr interessant. Sie nehmen am Ende, also man will eigentlich halt so einen 4-Byte-Key haben und die generieren den aus einer 6-Byte-MAC-Adresse und dann bekommt man, was das ungefähr so aussieht. Eine der interessanten Sachen darüber ist, dass manche dieser Sachen keine sinnvollen MAC-Adressen haben. Also wenn zum Beispiel die MAC-Adresse einfach nur in irgendeinem Dokument festgeschrieben ist, dann ist es also immer dieselbe. Also wenn es sozusagen dann da was liest, dann liest einfach irgendwas aus dem System-File raus. Aber wenn man diesen Key jetzt hat, für uns ist es sehr einfach, dann nimmt man diesen Key, dann ziehst du davon ein paar Bytes ab, die mit Y markiert, mit Y markiert sind, und dann bekommst du deine 4 Bytes für die Decryption. Und der Punkt, den ich wegen dem Pad gemacht habe, ist, dass dieser selbe Wert, also diese Integer mit Mod 12, also das ist die Länge dieses Paddings. Also überall, wo wir hingeschaut haben in diesen Beispielen, hatten diese Header nur Keys für ein Gerät. Aber wenn man auf den dekompilierten Code schaut, scheint es möglich zu sein, ein File zu haben, also ein Dokument zu haben, das von mehreren Geräten verschlüsselt werden kann. Aber wir haben noch kein Dokument gesehen, das so behandelt wurde. So wie es es tatsächlich macht, ist einfach Byte by Byte. Es geht durch. Also hier sieht man vereinfacht, was tatsächlich passiert. Wir werden ein kleines Programm veröffentlichen, das die ganzen Details drin hat. Aber was man grundsätzlich macht, ist ein bisschen Mathe, um rauszufinden, wo man anfängt, also mit den mathematischen Operationen. Und dann macht man für jedes Byte sozusagen, das man entschlüsseln möchte, nimmt man dieses verschlüsselte Byte und du ziehst eines der Bytes ab und dann XORst du das ganze Ding mit einem der Bytes von dem 12-Byte-Pattern. Und das Coole an diesem Ding für mich ist, dass das alles komplett reversible ist, also entschlüsselbar. Aber wenn du also dein File nicht hast, also wenn du ein File hast und du kennst den Originaltext, dann kannst du das rückwärts laufen lassen und dann bekommst du das Original wieder. Also was du dann wieder bekommst, ist eigentlich so eine verschlüsselte PDF und du würdest dir aber nur gerne anschauen, weil du hast keine Ahnung, von welchem Gerät die kommen. Da kannst du es einfach auch so decrypten. Das ist eigentlich sehr einfach. Was du eigentlich machst, ist einfach Brute-Forcen. Also du Brute-Forcest eigentlich alle möglichen Positionen, wo du anfangen kannst. Das sind tatsächlich nicht so viele, mit denen du da anfangen kannst, weil das ist ja nicht so lang. Und das ist eigentlich ein Plain-Text-Attack. Der Header von so einem PDF-File sieht immer mit %PDF an. Du nimmst also 4 Bit und dann kalkulierst du dir daraus den Key, den du brauchst, und dann entschlüsselst du das Ganze und mit der PDF und dann nimmst du denselben Key und probierst es dann halt einfach für den nächsten Teil der Versionsnummer und dann kommt am Ende ein valider Header raus. Und wir haben das gemacht für all die Dokumente gemacht, die wir gefunden haben, und wir haben im Prinzip dann am Ende immer den Plain Text rausbekommen. Ein paar Sachen, die wir herausgefunden haben, nachdem wir diese Sachen entschlüsselt haben, ist, dass viele von denen Wassermarkierungen haben. Also wenn wir zurückschauen auf den Talk über Red Star OS aus dem letzten Jahr, dann also von Florian und Niklas, dann sieht man da ein bisschen, was dieses Watermarking ist. Also wenn ihr das euch interessiert, dann schaut euch diese alten Talks an. Aber um es zusammenzufassen, immer wenn sozusagen ein Dokument über einen Computer kommt, dann modifiziert das Betriebssystem das Dokument ein bisschen so, dass es speichert, von welchem Computer aus es modifiziert wurde. Es ist sozusagen ein bisschen, also wir wollen halt jetzt niemanden irgendwie in Probleme bringen, deswegen haben wir die Wassermarkierungen entfernt, bevor wir es veröffentlicht haben. Und das ist eigentlich ziemlich einfach, weil wie das bei PDF-Dokumenten funktioniert, ist eigentlich so, dass es dann am Ende eines Dokuments eine gewisse Zeile gibt und das am Ende kann man einfach wegschneiden dann. Das ist ganz einfach. Was wir hier haben, sind insgesamt über 300 Dokumente von verschiedenen Sachen und wir haben manche von denen angeschaut
Wir werden aber einen Torrent veröffentlichen mit allen von denen. Und es wäre wirklich interessant, wenn Leute sich das einfach durchlesen und wir sind interessiert, was dabei rauskommt. Also wir haben schon ein paar von denen angeschaut. Also ich spreche kein Koreanisch. Aber es gibt also sicher noch eine Menge, die man in diesen Archiven finden kann. So, quick look at so ein kleiner Blick auf die Sachen, die wir gefunden haben. Zum Beispiel hier gibt es eine Menge Bücher auf diesen Sachen. Also viele darüber sind zum Beispiel über Computerwissenschaften, also hier über Java. Aber weil wir uns eigentlich für den Stand der Technologie interessieren, ist das eigentlich auch interessant. Es ist eigentlich das meist Interessante für uns, weil wir da sehen können, dass die arbeiten. Und da gibt es einmal eben dieses Java-Buch und dann ein Computer-Science-Buch, also Informatik. Und die haben da wirklich sogar sich ein bisschen investiert, um noch Art, also halt Kunst, eine Verpackung für dieses Buch zu machen. Cool. Okay, cool. Yeah, so... Okay, ein weiteres Zitat von Kim Jong-il, das vielleicht hier anwendbar ist. Er meinte nämlich, dass wir uns der Informationstechnologie bewusst sein müssen. Und eines der Sachen, die wir in diesen Büchern sehen können, ist, dass es sehr interessant ist, dass warum wir das machen, ist, das erste ist, weil wir sehen, wie viel Wert die darauf legen, auf diesen Aspekt. Aus einem Bildungsansatz her sieht es so aus, als ob diese Bücher organisch sich entwickelt haben. Die Bücher, die Kinder benutzen meistens Rodstar OS, die Bücher folgen meistens irgendeiner Art von Prüfung oder irgendeiner, also es sind meistens ausländische Dokumente, die übersetzt wurden. Und wir haben bei manchen versucht, dann rauszufinden, was sozusagen das Originalbuch war. Es hat manchmal aber eine Weile gedauert, also manchmal ging es aber auch ganz schnell. Und so hier, das ist ein Wasserfallgraph. Jeder zeigt sozusagen ein Buch. Also da unten seht ihr die Titel, die sind sehr klein. Die Y-Achse sind die Jahre und die X-Achse sind die Zeitpunkte, an denen die englischen Bücher rauskamen. Und der Graph ist sozusagen, wann die Übersetzung rauskam. Und was man hier sehen kann, ist sehr interessant, ist, dass es teilweise schon im selben Jahr, manchmal auch erst in ein paar Jahren, aber immer relativ schnell war, wo sie wirklich dann viel Zeit investiert haben, um diese Bücher sozusagen zu übersetzen. Also 400, 500 Seiten Bücher haben sie da genommen und übersetzt. Und also wirklich gute Übersetzungen gemacht, ziemlich schnell. Die Code-Beispiele zum Beispiel wurden auch geändert und zum Beispiel das wurde dann auch auf Koreanisch kommentiert. Also das ist doch eine große Anstrengung, die wir verstehen sollten, weil da gibt es scheinbar eine Lücke in dem, was wir wissen über diese Firma, über dieses Land und das, was sozusagen tatsächlich abgeht. Cool. Zum Ende zu kommen, will ich noch eine kleine Anekdote erzählen, die vielleicht auf die andere Seite von diesem anthroposophischen Ding geht, was wir rausbekommen können. Ihr habt vielleicht über das interne Netzwerk von Nordkorea gehört und von diesen Büchern bekommt man einen Eindruck, wie dieses Ding sich entwickelt hat über die Jahre. Hier sind Bilder von 2001. Sorry für die Qualität, das ist das Beste, was wir haben. Das ist eine der ersten Version 5.1, deren Internet, das ist eine Dial-Application, also sowas wie AOL, die euch sowas wie Dokumente geben würde oder Informationen. Es gab auch ein E-Mail-Programm, das hieß Heison. Das wurde benutzt für Messaging. Wir haben das nie wirklich genau gewusst, wo das reinpasst. Ein Bild, das dasselbe Netzwerk zu sein scheint, schien gegen 2005 in Südkorea auszukommen. Das wurde dann in 2015 noch einmal gezeigt, als sie zeigen wollten, dass sie die Server angreifen aus Nordkorea. Aber es war dann ein Fake, es war dasselbe Bild von 2005. Und in diesem 2005-Post hatten sie außerdem schon ihre Web-Components drin, also dieses Logo da oben rechts.
wenn Sie mittlerweile auf einer Website sind, es ist wichtig darauf zu hinweisen, dass das im Prinzip eine Website ist, die dafür da ist, um technische Dokumente runterzuladen. So sieht es seit der 2010er-Ära aus. Sieht ein bisschen besser aus in dem Bild. Und so, was wir also anfangen zu machen, scheinbar, ist einen Eindruck zu bekommen, was eigentlich deren internes System so ist für dieses System. Ihr seid ja ein bisschen was darüber erfahren, was sie eigentlich haben. Und was für Dokumente es zum Runterladen gibt und was die Spezialitäten dieser internen Gruppen sind. Und wir können sozusagen ein bisschen was von dem erhalten, was in diesem internen Netzwerk ist. Um uns auf die aktuelle Zeit zu bringen, das ist von 2015, ein Bild von einem vom Telekom-Unternehmen in Nordkorea, das sozusagen hier erklärt, also wir haben eine gewisse Reihe an Services, die wir mittlerweile anbieten, was auch schön auf diesem Bild gezeigt wird. Und das heißt, es wird also sozusagen auch für Leute in einem größeren Bereich mittlerweile gezeigt und an die Bevölkerung verbreitet. Also es scheint so zu sein, dass mehr Leute in den nächsten Jahren auf privaten Geräten Zugang zu sowas bekommen. Also wir sind also schon in einer interessanten, transformativen Phase. Ich bin glücklich, dass mehr von diesen Sachen in der Öffentlichkeit landen. Und das ist hier die Seite für das Computer Center. Links sollten bald funktionieren und für Mobile auch verfügbar sein. Also wenn ihr könnt, bitte helft uns, die Hürde etwas zu senken. Wenn ihr irgendwie Informationen habt oder so, einfach info@koreacomputercenter.org. Es würde uns freuen, mehr Sachen für die Öffentlichkeit zu veröffentlichen. Ich glaube, wir sind ungefähr in Zeit. Okay, wir werden noch Fragen und Antworten machen, also Q&A. Dankeschön.